Welche Waffe darf es sein? Wir sind nach Pennsylvania gefahren, in die Stadt Waynesboro, und Carl Hill hat in seinem Geschäft alle Hände voll zu tun. Die Nachfrage ist gewaltig. 30 verkaufte Pistolen und Gewehre pro Woche, keine Seltenheit. Eine Verfünffachung der Zahlen im Vergleich zu früher. Was wir jetzt sehen, sind vor allem Erstkunden, Leute, die noch nie eine Waffe in der Hand gehalten haben, denen wir dann alles erklären. Aber auch generell verkaufen wir deutlich mehr. Auf der Schießbahn können Kunden wie der 24-jährige Caleb Hatch ihre Waffen gleich ausprobieren. Der erste Run setzte im Frühjahr ein, mit Beginn der Corona-Krise. Die Amerikaner sorgten sich um ihre Sicherheit. Jetzt sind es die Krawalle in Amerikas Städten, die vielen Angst machen, auch wenn sie die Bilder meist nur aus dem Fernsehen kennen. Ich habe meine Waffe hier, zwei extra Magazine und auf der anderen Seite Pfefferspray und einen Taser. Wenn du also eine Waffe auf mich richtest, richte ich meine auf dich. Allein im Juli gingen US-weit rund 2 Millionen Waffen über den Ladentisch, im Vormonat waren es sogar 2,5 Millionen. Evan Todd arbeitet als Manager in einer Kfz-Werkstatt. Der 30-Jährige trägt seine Waffe immer bei sich, ob bei der Arbeit, beim Einkaufen oder in der Kirche. Ich bin vor kurzem Vater geworden und ich muss in der Lage sein, meine Frau und meine Tochter zu verteidigen. Für den Geschäftsmann Carl Hill sind es gute Zeiten, allerdings hat er ein Problem. Seine Lieferanten kommen nicht hinterher, vor allem die Munition geht ihm regelmäßig aus.